Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch den Fernverkehr der Bahn in Deutschland vorstellen und dabei klären wir die Fragen, was der Fernverkehr ist, welche Orte man mit dem Fernverkehr alles erreichen kann, wo man eine Übersichtskarte des Fernverkehrsnetzes findet und wo der ICE besonders schnell unterwegs ist. Zum Fernverkehr zählen im Wesentlichen die Züge der Zuggattung Intercity, Eurocity und ICE. Alle Zuggattungen, die sonst auch noch zum Fernverkehr zählen, habe ich euch jetzt hier mal verlinkt in meinem entsprechenden Infovideo zu Zuggattungen. Die Fernverkehrszüge halten in der Regel nur an den größeren Bahnhöfen. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo Intercities den Regionalverkehr verstärken und dann auch an jedem Bahnhof halten. Auf den Schnellfahrstrecken werden dabei von den ICEs Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h erreicht. Intercities können Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen. Auch fahren die meisten Fernverkehrszügen auf eigenen Linien, wie das zum Beispiel auch bei S-Bahnen der Fall ist. Eine Übersicht des Liniennetzes des Fernverkehrs sowie auch der Liniennetze der Regionalverkehre in den einzelnen Bundesländern findet ihr zur Ansicht auf der Webseite der Deutschen Bahn, die ich euch auch nachher nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort könnt ihr dann auch nochmal nachschauen, wenn ihr hier auf dieser Übersichtskarte jetzt nichts lesen könnt, weil es doch etwas zu klein ist. Deutschland ist halt einfach zu groß, um es in einem einzigen Bild hier darstellen zu können. Hier habe ich jetzt noch einmal die Schnellfahrstrecken hervorgehoben, auf denen besonders hohe Geschwindigkeiten erzielt werden können. Ergänzt wird das nochmal durch Ausbaustrecken, auf denen ebenfalls Geschwindigkeiten von mindestens 200 km/h erreicht werden. Abseits davon sind nur niedrigere Geschwindigkeiten auch im Fernverkehr möglich. Das heißt, wenn ihr besonders schnell unterwegs sein wollt, ist es empfehlenswert, sich entlang dieser Linien zu bewegen. Ich habe hier jetzt auch nur die deutschen Schnellfahrstrecken eingezeichnet, im Ausland gibt es natürlich auch welche. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.